Vetternwirtschaft und Managementfehler, das hatte der familiengeführten Bank am Ende fast das Genick gebrochen. Nun müssen sich die ehemaligen Chefs vor Gericht verantworten. Angeklagt sind hier von links Friedrich Karl Janssen, Matthias Graf von Krokow, Christopher Freiherr von Oppenheim und Dieter Pfund. Sowie der Bauunternehmer Josef Esch. Es geht um Untreue in einem besonders schweren Fall. Der Vorwurf, die Angeklagten hätten die Bank mit faulen Immobiliengeschäften um viele Millionen Euro geprellt. Saal Oppenheim soll für eine Villa in Köln und ein Immobilienprojekt in Frankfurt bewusst zu viel Geld gezahlt haben. Zudem sei die Miete für das Bürogebäude der Bank bei weitem zu hoch. Der Schaden insgesamt rund 150 Millionen Euro. Doch das war nur ein Teil der hohen Verlustgeschäfte, die zur Schieflage der Traditionsbank geführt haben. Am Ende konnte Saal Oppenheim nur noch durch den Verkauf an die Deutsche Bank gerettet werden. Die Beschuldigten bestreiten bislang die Vorwürfe.